Man kann sehen, wie der Rechtsstaat erodiert. Punkt. Sie gelten als Erfinder des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens. Wie wir angefangen haben in den 80er Jahren, da ging es darum, dass man versucht hat, eine einfache Sprache zu finden, dass man Dinge wirklich extrem gekürzt hat. Wir haben Untertitel in 7 verschiedenen Farben gehabt. Also das war wirklich ganz anders. Die Entwicklung war rasant. Ja. Und damals war reine Fiktion, also nur Filme oder Serien. Mittlerweile sind wir hier, zumindest im ORF, jetzt hauptsächlich auf die Live-Untertitelung konzentriert. Sie haben es ja schon gesagt, am Anfang gab es sehr bunte Untertitel. Wie hat sich die Untertitelung im ORF entwickelt in den letzten 35 Jahren? Also wie ich angefangen habe, waren wir zu fünft mit dem Chef, das war damals der Hannes Merck. Und ich habe jetzt 40 Mitarbeiter hier. Wobei wir, wie gesagt, hauptsächlich Live-Untertitelung noch im ORF machen und alle Filme und Serien mit Österreich-Bezug, also wo zum Beispiel ein bisschen Dialekt vorkommt. Alles andere, die amerikanischen oder synchronisierten Filme und Serien, werden fremdproduziert, die werden in London produziert. Wie steht der ORF im Vergleich zum ARD, ZDF und Co.? Also früher, oder nicht früher, bis vor ganz kurzem ist er ziemlich gut dagestanden. Mittlerweile sind die auf praktisch 100%. Wie geht's weiter mit Untertiteln im ORF? 100% ist das große Ziel, aber ob ich das noch erlebe, werden wir sehen. Zwei Arten von Untertitelungen, das ist die timecodierte Variante. Also wenn wir Serien oder Dokumentationen kriegen, kriegen wir das ja vielleicht einen Tag, einen halben Tag oder am Tag selber vorher. Und das wird vorbereitet untertitelt. Das heißt, man hat Zeit, Redakteur, Redakteurin hat Zeit und kann die Serie in aller Ruhe quasi untertiteln. Eine Live-Sendung mit Zip. Es ist geplant, welche Beiträge kommen. Der Moderator und die Redakteure bauen die, also machen ein Skript. Genau, bauen die Sendung. Die schicken es euch so früh wie möglich. Sie arbeiten selber mit diesem Redaktionssystem. Also es ist nicht wirklich für uns. Wir sind nur die, wir hängen auch nur dran. Wir sehen genauso, wie Sie versuchen. Aber Ihre Aufgabe ist es, ein Skript zu verfassen. Genau. Und dem, was Sie sagen. Genau. Was dann auch im Teleprompter wahrscheinlich. Genau, die Moderation ist in der Text, der im Teleprompter runtergeht. Aber wenn du sowas bekommst, was am Teleprompter rausgeht, dann ist es praktisch ein Freibrief. Weil wenn er das lesen kann, laut, muss ich das dann auch am Bildschirm lesen können, wenn das dort steht, oder? Genau. Also kann man es eigentlich nehmen und muss dann zeilenmäßig hinkriegen. Genau, wir müssen halt schauen, dass es zeitlich ausgeht. Weil es kommt je nach Moderator, der eine spricht schneller, der eine langsamer. Und wir müssen schauen, dass es unsere Formatvorlagen erfüllt. Wir haben ja einen Balken. Und zum Beispiel ein Zweizeiler soll ungefähr 4 bis 5 Sekunden lang stehen. Das heißt, ich schaue mir an, auch in der Moderation, du hast hier eine Sollzeit. 32 Sekunden sollte der Moderator brauchen, um diese Moderation vorzulesen. Jetzt weiß ich, okay, ich habe 32 Sekunden Zeit, um die Untertitel rüberzubringen und kann für einen Zweizeiler gehen aber schon 4 bis 5 Sekunden drauf von meiner Zeit. Das heißt, bei 32 Sekunden kann ich ungefähr 6 Zweizeiler senden. 5 bis 6 Zweizeiler senden, dass sich das ausgeht. Und da schaue ich halt, wie viel, das sind jetzt Einzeiler, wie viel Zeit ich ungefähr mit der Untertitelung von dieser Moderation verbrauche und ob sich das deckt mit der Zeit, die der Moderator ja angegeben hat. Das sind dann quasi unsere Spielereien. Was die meisten nicht wissen, ist, dass bei Live-Untertitelungen eine Nachrichtensendung sehr spät fertig wird. Also es kommt regelmäßig vor, dass Berichte erst zugespielt werden, während die Nachrichtensendung läuft. Das heißt, wir müssen hier live untertiteln, hat ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil, kriegen die Videos, wie gesagt, sehr knapp und wir versuchen halt, wenn ein Video kommt, 5 Minuten vor Sendebeginn, ein Video dauert vielleicht 2 Minuten, wenn es in der 3- bis 4-fachen Zeit untertitelt wird, dann ist das schon sehr schnell. Das heißt, wir arbeiten unter Zeitdruck und versuchen möglichst genauso sorgfältig zu untertiteln, wie Kollegen das machen, die etwas Timecodiertes vorbereiten, wo sie mehr Zeit dafür haben. Meistens ändert sich während der Sendung noch Kleinigkeiten. Es könnte zum Beispiel eine Blogmeldung fällt weg, weil das Interview länger gedauert hat oder eine neue kommt hinzu, es ist was Aktuelles passiert. Gerade bei Sondersendungen ändert sich die Sendeliste laufend. Da müssen wir halt, wie gesagt, hinterherlaufen. Wenn Live-Strecken sind ohne Videos, die wir vorher bekommen, sondern Interviews, Live-Schaltungen zu Korrespondenten, dann nützen wir unser Sprachprogramm und verwenden wir den Drachen. Das Programm ist der Dragon Nummer 8 im Moment. Das kennen viele vielleicht vom Siri, vom iPhone.
nicht genau dasselbe. Unterschied ist, dass wenn man in Siri oder in ein Handysprachprogramm was einspricht, dann geht es über das Internet und wird wieder zurückgesendet. Das ist für unseren Ablauf zu langsam. Für uns ist das ein Frontend-System. Das heißt, alles, was wir untertiteln, wird in der Maschine umgewandelt und kommt direkt daher. Und unsere Aufgabe als Live-Untertitler oder Respeaker ist, dass wir uns vorbereiten auf den Studiogast. Heute in der ZIP 2 ist eine Live-Schaltung nach Istanbul geplant. Zum Gerald Knaus, ist der Initiator angeblich vom Türkei-EU-Flüchtlingsabkommen. Und wird 6 Minuten dazu sprechen. Und da müssen wir uns halt auch vorbereiten. Nicht nur, das Programm kann viel, aber nicht alles. Zum Beispiel Namen, Ortsnamen, englische Begriffe sind schwierig zu übersetzen für das Sprachprogramm. Ist natürlich auf die deutsche Phonetik ausgelegt. Da gibt es ein paar klassische Versprecher, zum Beispiel, was das Programm nicht können kann. Der klassische Satz, der Auszubildende ging in die Lehre. Würde man meinen, man schreibt Lehre richtig, aber das Programm versteht Lehre und die Lehre gleich gut. Das heißt, auf solche Dinge müsste man achten. Wenn es Wörter gibt, die gleich ausgesprochen werden, aber anders auf Sendung gehen, kann man sich durch mehrere Maßnahmen behelfen. Man kann das Wort versuchen zu üben, einzusprechen mit kleinen Unterschieden. Oder wir machen ein sogenanntes Makro davor. Das ist zum Beispiel bei, ich kann das mal vorzeigen, zum Beispiel beim Das mit einem S und Doppel-S. Wenn ich sage, ich will, das, hat das in dem Fall richtig geschrieben, aber er weiß nicht immer, dass das Doppel-S kommen sollte. Das heißt, wenn wir sicher gehen wollen, dass das Wort stimmt, machen wir ein Makro davor und sagen, ich will, Makro das. Und dann weiß das Programm automatisch, dass das Richtige das mit Doppel-S kommt. Senden tun wir die Untertitel, wenn wir die Satzzeichen sagen, also Punkt, Rufzeichen, Fragezeichen. Das ist auch ein Problem, weil wenn ich das Wort Punkt spreche, geht der Untertitel auf Sendung. Ist natürlich blöd, wenn im Satz kommt, Herr Minister, Sie haben einen guten Punkt, dann steht dort, Herr Minister, Sie haben einen guten Satzzeichen Punkt. Auch da muss man darauf schauen, dass man diese Wörter mit Makro unterlegt. Das heißt, ich sage, Herr Minister, Sie haben einen guten Makro-Punkt. Dann schreibt er das Wort Punkt und nicht das Satzzeichen. Das sind so Klassiker. Wir versuchen natürlich drüber zu lesen und auszubessern und zu korrigieren. Aber es ist ähnlich wie Simultan-Dolmetschen. Wir haben wenig Zeit. Und wenn ein Wortbild sehr ähnlich ist, also das Anfang und das Ende gleich ist, überliest man sehr viel. Es gibt berüchtigte Versprecher, gerüchteweise. Da steht eine Autobombe, eine Atombombe auf Sendung. Oder aus den Freiheitlichen, die Feindlichen geworden sind, können wir recherchieren, was für Themen kommen könnten, was für Begriffe könnten fallen. Wir recherchieren die Politikernamen, die er natürlich auch nicht kennen kann. In dem Fall Erdogan, Yildirim, den Vizepremier Bülent Arin. Wer sagt euch, wie man die ausspricht? Das ist so eine Sache. Das können wir selbst festlegen. Also wir können ein Wort beliebig aussprechen und dem Programm sagen, wenn ich das und das sage, schreibt er das und das Wort hin. Ach so, für euch ist es ja egal, wie man wirklich ausspricht. Uns ist egal. Habt ihr die richtige Buchstabierung drin. Bei Englisch ist es schwierig. Ich mache es meistens so, dass ich englische Lautsprache dann übersetzt hinschreibe. Also Donald Trump will ich auf Englisch aussprechen, weil ich kann nicht immer mitdenken und jedes englische Wort richtig für das Programm sagen, sondern ich sage es so, wie es im Englischen richtig ist und schreibe quasi die Lautsprache, bringe dem Programm die Lautsprache bei. Also Donald Trump bei mir steht drin mit Donald T-R-A-M-P. Wie die Tramp. Und wenn ich das auf Englisch ausspreche, weiß das Programm, aha, es erkennt meine deutsche Phonetik und schreibt dann Donald Trump richtig hin. Das hat sie wirklich zeitgleich, also schafft sie das, wenn es ein Interview ist, mit dem, sagen wir, Stronach, und ihr sitzt dann da bei der ZIP 2, schafft sie das, dass sie mit ihr mitredet? Wir versuchen es. Wir haben bestimmte Vorlagen. Wir können nicht eins zu eins nachsprechen, weil das gehörte Wort, das wird mehr, man erfasst mehr durchs Hören als durchs Lesen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir es ein bisschen einkürzen. Wir haben bestimmte Formatvorlagen. Wir sollten nur 2 Zeiler senden, wo sich halt nicht jedes Wort ausgeht. Auch bei fremdsprachig übersetzten Filmen für Hörende sind die Untertitel nicht 1:1. Gerade beim Frank Stronach redet langsam und es kommt immer sehr auf den Interviewgast an. Es ist zum Beispiel unser hauseigener Politikexperte Peter Filzmeier. Den Herrn Filzmeier 1:1 rüberzubringen, wird sehr schwierig. Also okay. Da ist schwierig einzukürzen, weil quasi jeder Satz Informationsgehalt hat. Wenn Leute mit Füllsätzen reden oder ein paar Äs dazwischen setzen, kommt uns das zugute, weil Äs und Räuspern und Stottern, das werden wir nicht wiedergeben. Da haben wir ein bisschen Zeit durchzuschnaufen, zu überlegen, vielleicht einen Kontrollblick auf den Satz zu werfen und so ein bisschen Zeit gut zu machen. Aber Anspruch ist, dass wir so viel wie möglich vor allem den Informationsgehalt rüberzubringen. Wie lange machst du den Job schon? Ich mache ihn jetzt das 4. Jahr.
Und wie bist du dazu gekommen? Über Umwege. Wir haben, der Job selber gibt es ja nicht aus Ausbildung. Das heißt, wir haben Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Ich selber komme eher aus der redaktionellen Arbeit. Ich habe Politikwissenschaft studiert, war kurze Zeit beim Kurier und bin dann über Umwege in dem Job gelandet. Wir haben sehr viele Dolmetscher, Simultandolmetscher, Leute, die Germanistik studiert haben. Und da kann man aus verschiedenen Bereichen dann sich diese Skills ja aneignen. Es gibt jetzt keinen vorteilhafteren Berufsweg als andere. Wenn überhaupt, sind vielleicht unsere gelernten Dolmetscher, die eine ähnliche, gerade bei der Live-Untertitelung schon Ähnliches gemacht haben, die haben vielleicht einen kleinen Startvorteil gegenüber anderen. Bei Filmen und so muss auch das, was nicht gehört wird, richtig, gesprochen werden. Richtig. Bei timecodierten Sendungen versucht man natürlich, alle Geräusche, die nicht eindeutig auf Bild sind, auch rüberzubringen. Also wenn im Hintergrund Schüsse zu hören sind, die man nicht sieht, schreiben unter Sternchen, Schüsse fallen. Was eher blöd ist und wo wir auch schon böse Kommentare bekommen haben, ist, wenn wir zu offensichtliche Sachen untertiteln. Also wenn eine Tür zuknallt und man sieht das auf Sendung und wir schreiben unter Sternchen, die Tür knallt zu, kriegen wir Antworten wie, wir sind auch nicht blöd, dass die Tür knallt, sehen wir auch und wissen wir auch. Ne? Also da muss man ein bisschen mitdenken und schauen, was kriegt der Gehörlose nicht mit und was ist eindeutig für ihn, was nicht untertitelt werden muss. Für den Gehörlosen weiß nicht, welcher Schauspieler gerade spricht, vor allem wenn sie nicht im Bild sind. Das heißt, in einem Dialog, wir haben zwei Gesprächspartner, es ist nicht immer ersichtlich durch das Bild, wer gerade spricht, deswegen wechseln wir die Farben. Dass man weiß, okay, die blaue Schrift ist immer für den und den Schauspieler, die grüne ist für den. In der ZIP haben wir so, dass die Moderatoren blauen Text bekommen, Studiogäste und Sprechertext ist weiß, Korrespondenten oder Reporter Zwischenfragen in Beiträgen sind gelb. Das sind dann meistens die Leute, die nicht im Bild sind und der Gehörlose weiß nicht, wenn jemand nicht im Bild ist, wer sagt das jetzt? Deswegen wechseln wir die Farben im Live-Sendung. Oder wenn jemand mit gehetzter, mit flüsternder, mit erboster Stimme, das sind alles Emotionen, die der Schauspieler gut rüberbringt, aber die Gehörlose nicht mitbringen. Das heißt, was wir machen, ist vor einem Zitat, vor einem Untertitel, in Klammer zu schreiben, zum Beispiel flüsternd oder spricht am Telefon, ein Telefongespräch. Wenn jemand in das Telefon brüllt, weint, kriegt man nicht mit, wenn nur der Text da steht, ist das eine emotionslose Abbildung. Da versuchen wir halt vorher zu schreiben, wimmert am Telefon, bitte, bitte hol mich ab. Kann man verschiedene Arten machen. Ne? Man kann auch schreiben, brüllt, bitte, bitte hol mich ab. Schwingt gleich eine ganz andere Botschaft mit. Aber wenn jetzt drei verschiedene Personen den Unterschied für den selben Film machen, kann es schon sein, dass diese emotionale Beschreibung unterschiedlich ist, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Es wird keine Sendung 1:1 gleich untertitelt werden, wenn es unterschiedliche Personen machen. Das ist unsere subjektive Note dem Ganzen, unsere persönliche Note des Untertitels. Das lässt sich nicht vermeiden. Jeder nimmt was anderes wahr, jeden fallen andere Sachen ein. Jeder wird es anders ausdrücken in bestimmten Fällen. Die ZIP geht los. Jetzt haben wir es. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den letzten Beitrag, das letzte Video durchgeschaut und alle Nicht-Live-Berichte haben wir jetzt im Kasten. Was macht die Kollegin jetzt? Die Kollegin sendet jetzt die vorbereiteten Untertitel händisch runter. Live. Live, ja. Der Balken zeigt die Stehzeit an, die jeder Untertitel haben sollte. Also er sollte immer im hellgrünen Bereich sein. Mhm. Da sehen wir, ob wir gut untertitelt haben, gut gesagt. Und wenn er ins Dunkelgrüne geht? Ein bisschen länger kann er immer stehen, besser zu lang als zu kurz. Aber man kann ruhig auch Bild sehen, muss nicht immer Text da sein. Das heißt, wenn sie jetzt nicht tippt, gibt es keinen Untertitel? Genau. Cool. Jetzt sind wir gleich bei der Live-Schaltung, da werde ich dann übernehmen. Diese vielen Festnahmen, von denen wir tagelang hören, kommen. Ist das nur die Absicherung der Macht Erdogans oder auch Hinweis auf seine Schwäche in dieser Position? Fragezeichen. Wie fest sitzt er im Sattel? Fragezeichen. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf und was im Ausland nicht so wahrgenommen wird, ist, wie unglaublich breit die Unterstützung für diese Aktionen bei den anderen Parteien ist. Punkt. Wir haben jetzt gemeinsame Veranstaltungen gesehen. Punkt.
Da waren aber jetzt schon Sachen dabei, die du nicht geschafft hast, aber vom Speed, oder? Nein. Kommt auch immer auf den Gast an. Wie einfacher und kürzer und ruhiger die Sätze sind, desto leichter tue ich mir. Aber das ist so, dass du einfach Sachen auslassen musst, oder? Richtig, ja. Ich muss einen Gedanken des Vorsatzes zu Ende führen. Ich kann nicht einen Satz einfach abbrechen in der Mitte und auf Kosten des zweiten Satzes eventuell. Also ich mache lieber den ersten Satz abgeschlossen und nehme dann den dritten, fange wieder beim dritten weiter an, als bruchteilhaft versuche, alles rüberzubringen. Da stoßt man an Grenzen des Erinnerungsvermögens und das macht man. Und du bist da manchmal hinten an gewesen, oder? Jetzt im Text. Wir sind immer hinten nach, ne? Wir müssen hören, was er spricht. Wir verarbeiten es im Kopf, wir sprechen es, kontrollieren es und es geht auf Sendung. Wir sind immer ein paar Sekunden hinten nach. Das heißt, wir müssen uns vormerken, was der Gast sagt. Das muss bei uns im Hinterkopf bleiben und sprechen aus der Erinnerung, während wir versuchen zuzuhören, was er weiteres sagt. Jetzt weiß ich, wie Untertitel beim ORF erstellt werden. Und ihr wisst es jetzt auch. Ich fand es sehr spannend, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, gibt es einen Daumen hoch. Ich sage jetzt danke und vor allem danke Markus. Gerne. War mir eine Freude. Gerne. Und ja, danke liebes ORF-Team, dass ihr reingelassen habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.